Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie man eine Starterfabrik in Satisfactory baut. Und zwar für Beton, Draht, Kabel, Eisenplatten, Schrauben und Eisenstäbe. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Hier sollen unsere Sachen nachher rein in diese Container. Und ich habe ein paar Schilder davor gesetzt, damit man das nachher sehen kann. Ich habe das darauf ausgelegt, dass wir 60 von jeder Ressource bekommen. Dementsprechend, es kommt nicht viel hinten raus. Aber um kontinuierlich Material zu kriegen, ist das schon ganz gut. Wichtig bei dem Ganzen ist, ihr braucht unbedingt aus dem Elektroschneckenbereich bis zweimal forschen. Einmal die blaue Elektroschnecke hier rein, damit wir, man grundsätzlich das erforschen kann und jetzt Energiefragmente beherrscht. Und dann ein Energiefragment, um das Übertakten zu haben. Denn Beton ist gemein. Damit wir da was Vernünftiges rauskriegen, aus den 60, also damit wir die 60 komplett verbrauchen, müssen wir da schon mit den Konstruktoren ein bisschen über- oder untertakten. Wir beginnen damit, wir haben unten unsere Ebene, in der alles reinkommt. Also das ist unser 4x4er Bereich. Und den wollen wir mit Wänden erstmal umschließen, damit wir da irgendwo den Bereich haben, wo wir das Zeug reinpacken, wo wir so ein bisschen Logistik machen. Und damit das nicht alles zu eng wird, machen wir das Ganze 2 hoch. Ich habe für den ganzen Spaß auch schon mal andere Wände, eine andere Sorte Wände freigeschaltet. Und zwar brauchen wir im Idealfall die Wände mit den Durchführungen. Türen sind was für Begehbarkeit, Fenster, um es nachher ein bisschen schöner zu machen und nicht nur einfach einen Klotz zu haben. Ich würde das dorthin setzen, weil hier kommen 3 Sachen raus, die gehen in die 3 Container und da 3, hier kommen 3 Sachen raus. Um das Zeug reinzulassen, also wenn ihr die Dinger nicht habt, dann macht da einfach ein Loch. Geht auch. An der Seite habe ich mir gedacht, machen wir 2 Eingänge für Kupfer von da hinten und einmal Eisen von hier vorne. Den Kollegen wollen wir da drauf. Und dann können wir auch die Bänder dran ziehen. Hier oben drauf müssen wir jetzt einen Deckel setzen. Dafür nehmen wir die Einer-Fundamente und ziehen die einmal komplett rum. Wir setzen uns aber erstmal noch hier hinten eine Tür rein. Was machen wir jetzt als erstes? Wir nehmen uns Schmelzöl und zwar 4 Stück davon. Hier setzen wir uns. Hier oben schön mittig. Könnte das auch ein bisschen enger bauen, aber für den ersten Ansatz reicht das erstmal. Man kann hier schön durchlaufen, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir erstmal das Zeug hier hoch. Das hängt jetzt davon ab, was ihr schon freigeschaltet habt. Wenn ihr bereits die Bodendurchführung habt, die kann man sich im Awesome Shop kaufen, dann kann man damit arbeiten. Jetzt ist das natürlich nicht unbedingt wahrscheinlich, gerade am Anfang. Hat man den Spaß noch nicht. Kann jetzt entweder das Zeug da durchklippen lassen oder aber man entfernt einfach das Ganze hier. Wir könnten die Reihe komplett wegmachen, wenn wir wollen und unten die Logistik machen und dann 4-mal mit dem Lift hochgehen oder gehen einmal mit dem Lift hoch. Setzen ein Förderband direkt da dran und teilen das Ganze auf mit einem Splitter. Ja, wir müssen jetzt schon so ein bisschen hier reinsetzen. So. Dann kann man das Ganze nämlich direkt hier anschließen. Ja, an der Seite zeige ich euch mal, wie das aussehe, wenn wir es mit der Durchführung machen. Dann geht das nämlich da rein und kommt hier wieder raus. Dann brauchen wir nicht zuerst das Band setzen, sondern können hingehen und zuerst den Kollegen setzen, der am besten so ankommt. Und da kommt jetzt der Spaß durch. Da auch noch näher gegangen. Und die beiden werden direkt befüllt. Die wissen natürlich noch nicht, was sie tun sollen. Also Rezepte entstellen. Die 2 bekommen Eisenbahnen. Um den ganzen Spaß jetzt irgendwie auch an ein Stromnetz zu kriegen, sollten wir hingehen da. Und uns Strom setzen. Wenn ihr schon gut Coupons gesammelt habt, könnt ihr euch ganz schön diese Bandstromverteiler holen. Das heißt, ihr könnt Band setzen,
die Dinger da dran. Und damit anschließen. Wir machen das aber hier erstmal mit Strommasten. Um das nachher reinzuführen, werde ich einmal so einen doppelten nutzen, weil die sind einfach schön. Wir setzen es aber so, als wäre es an der Wand, also direkt in die Wand rein quasi. Und packen auch einen, ja, hier, so, den letzten davor. Können wir hier anschließen. Ein Draht in der nächsten Ebene quasi. Und für Kabel brauchen wir insgesamt 5 Konstruktoren. Das heißt, wir ziehen uns wieder unsere Wand hoch. Und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir das Ganze einfach wieder mit den Wänden machen? Wollen wir ein paar Glaswände dazwischen setzen? Ich würde das jetzt in dem Fall so machen, dass ich hier die drüber ziehe. Und dazwischen packen wir uns... Welche nehmen wir denn? Ja, die sehen so ein bisschen nach Fabrik aus. Wir müssen ja irgendwie da hochkommen. Haben wir die Möglichkeit, hier mit diesen... ich habe zu viel freigeschaltet. Mit diesen Rampen zu arbeiten. Ja, wird man sich hier dran setzen und dann hat man da schon irgendwie einen Eingang. Ja, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter zieht, könnte man hier oben um die Ecke gehen. Wie man das jetzt alles mit dem Flugmodus ist für mich einfach ein bisschen einfacher. Wenn wir uns jetzt angucken, was wir an Draht brauchen, das sind genau 4 Maschinen, die brauchen genau 60. Ist ja schon mal soweit ganz nett. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und setzen das Produktion. Konstruktoren. So. Wenn wir die genau so setzen, also, dass die so quasi einen hier rüber gehen und genau an der Kante langlaufen, kriegen wir hier wunderbar 4 Stück nebeneinander. Das ist schon mal ganz gut. Wir nehmen uns den Draht als Rezept. Sagen, wir möchten das kopieren. Es geht entweder über die Tasten unten oder Steuerung C, Steuerung V. Und haben das Rezept jetzt hier überall drin. Jetzt muss das Zeug natürlich noch hier hochkommen. Ja, wie machen wir das am besten? Wir fangen an, indem wir erstmal den Splitter wieder nehmen. Und lassen das von dort reinkommen, also von jetzt hier unten, ne? Der orangene Pfeil, der jetzt nach unten, von unten nach oben zeigt quasi, der gibt uns an, wo es reingeht, die anderen, wo es rausgeht. An vielen brauche ich das nicht erzählen, aber der ein oder andere Neuling wird wahrscheinlich sich freuen. Wir verbinden das alles und unsere Barren werden nachher entsprechend aufgeteilt. Hier haben wir jetzt einen Fusionator, der baut das zusammen. Hier ist wichtig, dass der grüne Teil nach unten geht. Da brauchen wir nichts. Können wir hier den nehmen. Bis hier runter. Also wenn es gelb wird, einen wieder hoch. Und dann kommen die Kupferbarren an. Das sind 60 pro Minute. Die gehen hier rein, werden schön aufgeteilt. Jeder braucht 15. Also haben wir unsere 60 Stück. Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere da oben. Unsere Kabel sollen ja auch noch produziert werden. Das machen wir hier hinten. Jetzt setzen wir einen von denen. Schön nah dran. Dann können wir da direkt ein Band reinsetzen. Könnte ein bisschen ruckelig werden, wenn man das mal aktualisieren möchte. Aber im Zweifel wegnehmen, neu setzen und fertig. Und na, der Kollege geht dann... Ja, das machen wir anders. Da rein. Und du machst daraus Kabel. Und schon haben wir die ersten 2 Sachen quasi fertig. Jetzt müssen wir das Zeug aber noch irgendwie da unten reinkriegen. Also können wir entweder... Ich mache das jetzt hier so ein bisschen doppelt. Wir gehen hin. Setzen da unten, einmal dort und einmal dort. Also genau in der Mitte, der passt hier zu dem mittleren Ausgang und der daneben, wenn man den direkt daneben setzt, passt zu dem Ausgang daneben. Jetzt können wir sagen, wir möchten gerne hier den Kollegen hier hoch haben.
richtig ist. Jetzt haben wir wieder den Pfeil, der auf die Maschine zeigt. Der muss aber von der Maschine weg zeigen. Also wir brauchen den Orangen, der auf dem orangen Untergrund quasi nicht zu sehen ist. Aber so rum sollte es aussehen. Dorthin. Und schon können wir sagen, wir möchten gerne die Kabel, die hier rauskommen, da hinlegen und direkt da rein. Und schon haben wir die erste Sache, wenigstens schon mal da unten. Da müssen wir gleich noch weiter gucken. Sondern das Gleiche mit dem Kollegen hier. Da kommt auch wieder so einer hin und dann geht er hier bis zu ihm ran. Wenn man hier so einen Bogen hat, also ne, genau auf der Linie geht man weiter und dreht das dann verschiebt sich das ja so. Es sind genau zwei weiter und man hat einen schönen 90 Grad Winkel. Und zack, da haben wir unseren Draht. Hier unten passt noch genau einer neben, dort. Und dann können wir weitergehen. Das heißt, wir gehen wieder hin, drei hoch. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes das Eisen fertig. Das jetzt aber ein bisschen schwierig ist, weil wir teilweise Sachen von der einen Maschine in der anderen brauchen. Müssen wir jetzt ein bisschen anders arbeiten. Und zwar jetzt mal die beiden so hin. Wir setzen hier einen Fusionator. Der in die Richtung rausgibt. Und hier einen Splitter. So. Dann kommt der davor. Zwar auch schön nah dran. Damit wir hier noch Platz haben, um das Band umzuziehen. Alles, was hier produziert wird, geht naja, ein bisschen unschön darüber. Damit hätten wir den Punkt abgeschlossen, dass wir Eisenstangen und Schrauben machen. Die kommen hier raus. Und wir gehen damit schön hier vorne entlang. Weil, ich mach das jetzt durchgehend mit denen. Ihr habt, glaube ich, das Prinzip verstanden, dass man es auch weglassen kann, indem man einfach das Loch macht. Oder man zieht es halt durch und setzt danach die Bodenplatte, dann sieht es so ähnlich aus. Wir packen den ran. Wenn wir ihn ganz dran setzen, sollten wir sogar einen schön kriegen. Ja. Wir setzen uns einmal den als Hilfslinie. Und dann geht's mit dem Kollegen ab nach oben. Den setzen wir dorthin. Der geht dahin. Und wir haben das. Dann können wir hier wieder Mitte, da und dort einen hinsetzen. Das kriegen wir gleich ein bisschen drumherum gebastelt. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen, also hier wird sich das sehr blöd kreuzen, also gehen wir einfach ein Stückchen höher. Einer wird prinzipiell reichen und können uns das Ganze hier so hinsetzen. So geht's. So, setzen uns das hier dran, ungefähr auf die Höhe und haben schön hier den Weg drumherum. Du machst bitte Schrauben. So. Die Schrauben, wenn sie dann gemacht werden, laufen hier lang, gehen da unten raus und gehen in den nächsten Container. Jetzt haben wir hier noch das Ding. Wir brauchen noch von hier die Eisenbarren. Wir können diese Ecke hier wegnehmen. Durch einen Förderblattsplitter ersetzen. Der dort reingeht. Da reingeht, dahin geht. So. Die kommen hier rein, werden da reingesetzt wie vorher. Gut. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, indem wir so einen nehmen,
knapp durch die Maschine zu laufen. Schön hier zwischendurch. Und können dann hier hinten, also wir haben die Möglichkeit, hier einen Förderlift zu setzen. Und den mit dem zu verbinden. Ja, dann kommen hier schon mal unsere Materialien rüber. Hier haben wir nun die Möglichkeit, einen Konstruktor hinzusetzen. Und da kommt natürlich noch mal ein Stück Förderband dazwischen. Und er macht Eisenplatten. Da kommt schon alles an. Und hier können wir jetzt schön genau an dem vorbeigehen. Bis dahin. Und machen hier quasi genau das Gleiche. Dass wir dahin laufen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns das von hier unten hochzuholen. Gehen aber hier einen höher, damit es nicht, sonst hängt das halt so mittendrin. Das sieht ein bisschen blöd aus. Aber wir kommen damit dran. Und es läuft da hoch. Für das Letzte gehen wir wieder unsere drei Wände hoch. Und jetzt sind wir schon bei den letzten beiden Maschinen, die wir irgendwie setzen müssen. Die setzen wir hier vorne hin. Dann waren wir doch richtig. Einen da. Und einen hier. Die Besonderheit bei den beiden, diese Maschine hier, also die kriegen beide Beton, aber die setzen wir auf 5 Teile die Minute oder 33,33333%. Wir holen uns von unten unseren Strom und setzen ihn dahin. So, wie man sieht, hier ist auch nicht wirklich viel, was auf dieser Seite zu tun ist. Peilen hier die Mitte an, gehen zwei nach rechts rüber und da soll unser Spaß wieder runtergehen. Und genau in dieser Ecke soll aber auch unser Spaß hochkommen. Von mir aus auch hier an der Stelle. Aber das ist jetzt natürlich abhängig davon, wie das unten drunter aussieht. Dann kümmern wir uns erstmal um das Weggehen dahin. Wir machen hier den Fusionator wieder hin. Schön nah, darüber, da rein. Jetzt geht der Spaß dahin und wir setzen uns den Kollegen dorthin. Wenn wir das so von oben runterziehen, haben wir das Problem. Hier können wir nicht mit einem 90-Grad-Winkel arbeiten. Das mag das Spiel nicht. Da sagt er, das ist mir zu eng. Also müssen wir hier einmal ein bisschen im Kreis fahren. Und zwar, indem wir so halb rausgehen. Können wir mal den nehmen. Dorthin und dann einmal rum. Na, machen wir hier so eine kleine Schleife. Dort können wir schon mal hingehen. Nein, nicht den Zweier, den Einerlift. Und setzen den Spaß darunter. So. Dann kommt der Spaß runter. Hier oben kommt unser Zeug an. Und wir können das so nehmen. Hier über den Splitter laufen lassen. Und schon ist auch das fertig. Das heißt, da kommt Zeug rein und hier vorne sollte es rauskommen. Und da kommt unser erster Beton an. Jetzt können wir noch hingehen. Hier vorne unsere Schilder entsprechend anpassen. Weil wir wissen ja jetzt, hier kommt Beton rein. Hier kommt, was kommt denn hier rein? Eisenplatten.
Hier kommen die Schrauben rein. Hier kommen die Stangen rein. Dort haben wir Draht. Und da haben wir Kabel. Und schon haben wir das Ganze auch schon ordentlich sortiert. Und während wir gebaut haben, hat sich schon eine Menge Kabel angesammelt. Draht geht auch. Ja, Stangen und Schrauben, das ist immer so ein Thema. Aber dafür, dass wir gerade erst angefangen haben, ist das doch ganz gut. Jetzt haben wir natürlich hier oben, das ist kein schönes Dach. Wir können aber überlegen, ob wir hier hingehen wollen. Nochmal zwei hiervon setzen. Da drüber setzen wir zwei von denen. Dann können wir... diese Wände ziehen. Das machen wir mal eben drum. Und damit hätten wir jetzt erstmal so einen groben Klotz fertig. Jetzt können wir grundsätzlich hier oben uns überlegen, wollen wir ein Spitzdach haben? Das ist ja kein großes Problem. Wir haben unsere Rampen. Also einmal der Seite. Einmal stehen wir hier vor. Könnten hier oben aber tatsächlich noch hingehen und diesen Raum nutzen. Man könnte sich jetzt das hier als Raum freihalten und dort überlegen, ob man zum Beispiel einen Netzschalter später mal einsetzt. Oder einen Prioritätsschalter. Das geht auch. Die gibt es später, haben wir aber noch nicht. Aber grundsätzlich den Raum nicht zu verschenken, ist, glaube ich, keine doofe Idee. Also packe ich mir hier ein paar Wände rein. Und auch diese. Und setze oben drauf. Na, komm. Den Kollegen. Und den Kollegen. So, und um das jetzt ganz schön zu machen, jetzt können wir als letzten Schritt unsere Hilfsrampe wegbauen. Wir müssen uns nur überlegen, wie kommen wir dann irgendwann mal da hoch oder da rein. Grundsätzlich wäre es eine Möglichkeit zu sagen, wir haben hier eine Ecke. Sag mal, wir würden jetzt diese Ecke komplett rauslassen mit Zwischenwänden. Bis oben hin. Dann könnten wir hier hingehen und uns eine Leiter nehmen. Die lassen wir jetzt so hochlaufen, wie wir nur eben können. So, wo kommen wir hier an? Beim Beton. So, wir werden dann hier oben. Und zack. Also... so schaffen wir auch die Begehbarkeit. So. Unter ist ein bisschen komplizierter. Das ist sowieso immer mein Problem. Und so habt ihr relativ zügig eine schöne kleine Starterfabrik, die nur 4x4 Bodenplatten einnimmt, ein bisschen in die Höhe geht, paar schöne Fenster drin hat und euch die grundlegenden Materialien erstmal zuverlässig immer weitergibt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Vor allem, wie euch dieses Format gefallen hat, dieses Tutorial. Und damit macht es gut. Tschüss.